Nachhaltigkeit und Energieeffizienz werden für viele Salzburger Unternehmen immer wichtiger. Aber einen eigenen Nachhaltigkeitsbeauftragten, den haben wohl die wenigsten. Matthias Greisberger ist 39 Jahre alt und kümmert sich bei der Salzburg Milch seit letztem Jahr um alle Themen rund um die Nachhaltigkeit. Ja, das Aufgabengebiet ist sehr vielfältig, ist sehr breit. Man muss sich mit ökologischen Themen, mit ökonomischen Themen und sozialen Themen im Betrieb beschäftigen, was die Aufgabe sehr, sage ich mal, herausfordernd macht, aber auch sehr vielfältig und interessant. Im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist sehr viel Koordinierungstätigkeit dabei. Ich muss mich sehr intensiv mit verschiedenen Abteilungen abstimmen. Verpackung, Einsparung von Kunststoffen bei Verpackungen ist ein wesentliches Thema bei uns. Wir haben in den letzten Jahren schon sehr viel gemacht. Also wir haben jetzt bei den Käsescheiben, das ist ein ganz aktuelles Thema, die Kartontasse, also eine Kartontasse ist unser neues Projekt und ersetzen Kunststoff durch Karton. Und man kann auch bei dieser neuen Käsescheibenverpackung die Oberfolie, die Kunststoffoberfolie von der Kartontasse komplett trennen. Ja, bei uns in der Salzburg Milch sind schon sehr viele Projekte in dem Bereich umgesetzt worden, also vor allem im Bereich Energieeffizienz ist in den letzten Jahren sehr viel passiert. Also ich nenne da einfach nur das Abwärmenutzungsprojekt in Lamprechtshausen. Damit alle Interessierten ganz einfach Einblick in das Unternehmen bekommen und sich über die verschiedensten Projekte informieren können, betreibt Matthias Greisberger einen eigenen Nachhaltigkeitsblog. Wir haben die Partnerschaft mit dem Land Salzburg, Salzburg 2050, verlängert. Und wie das dann passiert ist, haben wir das einfach auf unserem Blogbeitrag gegeben. Oder wir haben ein weiteres Elektroauto angeschafft letztes Jahr im Sommer für unsere Schlosser und die machen da die ganzen Bereitschaftsdienste und Fahrten mit diesem Elektrofahrzeug und das haben wir einfach genutzt, um über unseren Elektrofuhrpark oder über unseren E-Pkw-Fuhrpark zu berichten. Oder wir sind jetzt mit dem Staatspreis Smart Packaging ausgezeichnet worden oder nominiert worden und haben das einfach dann einen Blogbeitrag dazu gegeben. Und wenn ich die Blogbeiträge schreibe, dann ist natürlich jetzt ein gutes, stabiles Internet, ein verlässliches, sehr wichtig. Ja. Gerade soziale Medien und Nachhaltigkeit passen für ihn perfekt zusammen. Die neuen E-Autos werden auch von den Mitarbeitern sehr gut angenommen und somit steht einem Wachstum der Flotte nichts im Weg. Mir ist wichtig, authentisch zu sein. Mir ist wichtig, dass im Unternehmen auch wirklich alle relevanten Bereiche berücksichtigt werden. Also jetzt ökologische Themen, ökonomische Themen und auch soziale Themen. Das Aufgabenfeld oder das Feld der Nachhaltigkeit ist ja sehr breit. Und dass man da alle Bereiche berücksichtigt, das ist sehr wichtig. Dass man auch die gesamte Wertschöpfungskette mitdenkt. Also auch, dass man jetzt zum Beispiel die Urproduktion, die Landwirtschaft mitdenkt. Von CO2-Reduktion und Vermeidung von Plastik über einen Nachhaltigkeitsblock und E-Autos. Wer glaubt, hier wäre schon das Ende in Sachen Nachhaltigkeit erreicht, der täuscht sich gewaltig. Wir planen gerade die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Käserei in Lamprechtshausen. Das wird die größte Aufdach-Photovoltaikanlage im Bundesland Salzburg sogar werden mit 1,6 MW Leistung. Und wir können den Sonnenstrom, der dort erzeugt wird, zu 99 oder über 99% sogar direkt nutzen, also selber eigenständig nutzen. Und es ist sicherlich ein wichtiges Projekt in Richtung Klimaneutralität des Unternehmens, das wir da auch das als Ziel definiert haben. Wenn Sie sich für Themen rund um Energieeffizienz, Photovoltaikanlagen und E-Mobilität interessieren, klicken Sie einfach auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.